Ja, vielen herzlichen Dank für die schönen einleitenden Worte. Was die Besuchsfahrten betrifft, kann ich gleich von vornherein sagen, wir haben ja so jeder Abgeordnete von uns Kontingentfahrten, Besuchsfahrten, die wir organisieren, Schulklassen, die wir einladen. Und ich würde mal sagen, ich glaube, in jedem Jahr bin ich mit Sicherheit bei 5, 6 Gruppen im Jahr selber und stehe dort auch in Rede und Antwort. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Ausstellung des Deutschen Bundestages, die hier im Rundencenter für einige Tage zu Gast sein darf. Dafür möchte ich mich zuallererst ganz herzlich nochmal bei der Geschäftsführung des Rundencenters bedanken. Mein Name ist Harald Weinberg, Mitglied des Bundestages für die Partei Die Linke. Ich bin die Bayerische Landesliste im Bundestag eingezogen. Damit werden wir im Prinzip auch gleich beim Thema der Ausstellung. Gegenstand der Ausstellung ist ja auch das parlamentarische Wahlverfahren. Es geht ja um den Deutschen Bundestag und damit um das deutsche System einer parlamentarischen Demokratie. Es gibt schon rein empirisch nicht nur eine Form der Demokratie, nicht nur eine Form und Methode, ein Parlament zu wählen bzw. Entscheidungen zu treffen. Schon innerhalb Europas finden wir eine ganze Palette von Varianten. Ich erinnere da nochmal an das reine Mehrheitswahlrecht in Großbritannien, abgewandelt auch in der Form in den USA. Es wird ja auch umschrieben als mit dem Begriff The Winner Takes It All. Die Kandidaten und Kandidaten in einem Wahlkreis ziehen ins Parlament ein, der die meisten Stimmen zum Wahlkreis auf sich vereinen konnte. Nur mal gedanklich auf Bayern übertragen, würde das bedeuten, dass die bayerische und fränkische Bevölkerung ausschließlich durch Abgeordnete der CSU vertreten wird. Weil die CSU in Bayern alle Direktmandate hat. Ob man das nun gut oder schlecht findet, hängt sicher von dem jeweiligen politischen Standpunkt ab, aber Sie werden mir sicher zustimmen, dass es ein Problem der Repräsentation darstellen würde, wenn rund 40-50% der Stimmen schlichtweg unberücksichtigt blieben. Zudem kann das Mehrheitswahlrecht zu der Merkwürdigkeit führen, dass Mehrheitsverhältnisse auf den Kopf gestellt werden. Das kommt sogar häufiger vor, dass eine Partei zwar die Mehrheit der Stimmen im Land hat, aber eine andere mit weniger Stimmen die Mehrheit der Wahlkreise auf sich vereinen konnte und damit die Regierung stellt. Das haben wir in Großbritannien mehrmals erlebt, das haben wir auch bei der Präsidentschaftswahl in den USA schon erlebt. Dann gibt es andere Länder mit einem strikten Verhältniswahlrecht, zum Beispiel die Niederlande. Das Parlament besteht immer aus 150 Abgeordneten. Jede Wählerin und jeder Wähler hat nur eine Stimme und es gibt keine Sperrklausel außer der rein rechnerischen. Mit 0,67% hat man ein Mandat nach diesem Verfahren. Die Anforderungen an eine Partei oder eine Wählervereinigung sind in den Niederlanden nicht besonders hoch. Das Parlament bildet insofern ziemlich genau das Wahlergebnis ab. Das führt zu vielen Parteien und Gruppierungen im Parlament. In den Niederlanden sind es im Moment gerade 10 Parteien und Gruppierungen. Das ist ordentlich mehr als wir haben mit 4 derzeit. Und in aller Regel zur Koalitionsregierung. Man könnte meinen, dass das zu einer instabilen Demokratie führen könnte. Das kann man aber in Bezug auf die Niederlande sicher nicht sagen. Aber wegen dieser Befürchtungen instabiler Demokratien gibt es in mehreren Ländern Sperrklauseln in unterschiedlichen Höhen. 3%, 4%, 5% bei uns, 10% in der Türkei sogar. Oder es gibt Regelungen, dem Wahlgewinner eine Anzahl von Zusatzmandaten zu gewähren, wie zum Beispiel in Griechenland, wo halt der Gewinner, die stärkste Partei, 10, 20 Mandate zusätzlich erhält. In Deutschland haben wir eine Kombination aus beiden Verfahren, aus einmal dem Wahlkreisverfahren und dem Verhältniswahl. Die personalisierte Verhältniswahl mit einer föderalen Komponente, so könnte man sie nennen. Grundlage dafür ist der Artikel 38 des Grundgesetzes, wo es heißt, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Genau genommen handelt es sich also nicht um eine Kombination, sondern um eine Verhältniswahl mit einer direkten Komponente. Im Idealfall soll das Parlament 598 Abgeordnete umfassen, davon 299 Direktmandate und 299 Mandate über die Listen. Ausschlaggebend für die Verteilung der Mandate im Deutschen Bundestag ist aber das Ergebnis der Zweitstimmen, also die Verhältniswahl. Per Erststimmen errungene Mandate können jedoch nicht mehr aberkannt werden, was verständlich ist, weil sie sind ja nur mal errungen in den Wahlkreisen.
Wenn nun eine Partei mehr Direktmandate in einem Bundesland errungen hat, als ihr nach den Zweitstimmen verhältnismäßig zustimmen, dann entstehen sogenannte Überhangmandate. Bisher wurden diese nicht ausgeglichen, führten aber regelmäßig dazu, dass die Gesamtzahl der Abgeordneten auf mehr als 598 anstieg. Seit Februar 2013 gilt ein neues Wahlrecht, das durch ein Bundesverfassungsgerichtsurteil erzwungen wurde. Kern des neuen Wahlrechts sind die sogenannten Ausgleichsmandate. Alle Überhangmandate, die bei der Mandatsverteilung entstehen, werden zukünftig kompensiert. Erhält eine Partei durch die Wahl ein oder mehr Überhangmandate, dann wird die Gesamtzahl der Sitze im Bundestag so lange erhöht, bis das Größenverhältnis der Fraktionen im Bundestag den Anteil der Zweitstimmen bei der Wahl widerspiegelt. Das führt zu einer regelmäßigen Vergrößerung des Parlaments. Aktuell haben wir 631 statt 598 Abgeordnete und es steht zu befürchten, dass bei der nächsten Wahl, wir die 700er-Grenze womöglich sogar überschreiten werden. Die Ausstellung zeichnet diese Entwicklung nach und geht auch auf das Wahlverfahren ein. Hinten sind einige Stellen, wo das nochmal auch etwas genauer erläutert wird. Das ist eine empirische Darstellung von Demokratie in Nachkriegsdeutschland und sicher sehr interessant. Etwas außen vor bleibt eine normative Betrachtung der Demokratie, also die Frage, wie sich die Verfassungswirklichkeit zur Verfassungsnorm verhält, wie sich die Realität der Demokratie zur Norm der Demokratie verhält, also dazu, wie Demokratie ist und wie sie als Herrschaft des Volkes sein sollte. Hier stellt sich einige Fragen an unsere gesellschaftliche Wirklichkeit und Entwicklung, die ich hier nicht erschöpfend behandeln kann, sondern nur als Problem anreißen möchte. Wenn das demokratische Prinzip maßgeblich ist für unsere Gesellschaft, dann stellt sich schon die Frage, warum wesentliche gesellschaftliche Bereiche für dieses Prinzip nur sehr schwer zugänglich sind. Zum Beispiel die Frage nach der Mitbestimmung in den Betrieben oder Dienststellen. Es stellt sich die Frage auch, wie wir mit dem Phänomen der Postdemokratie umgehen sollen. Also wenn zwar die Methoden der Demokratie, Wahlen, Parlamente, Regierungen, Gewaltenteilung fortexistieren, aber die grundsätzlichen Entscheidungen in unserer Gesellschaft auf ganz anderen Ebenen, in ganz anderen Rücken, in ganz anderen Zusammenhängen getroffen werden. Dieses Phänomen gilt ja auch für übernationale Instanzen, die nicht demokratisch legitimiert sind, zum Beispiel auf der EU-Ebene, und eine enorme Machtfülle entfalten, über das Schicksal ganzer Länder entscheiden. Wie binden wir diese Instanzen, zum Beispiel die Eurogruppe, wieder in demokratische Kontrolle und Prozesse ein? Das ist eine zentrale Frage für die Zukunft der Demokratie. Brauchen wir stattdessen nicht mehr Elemente einer direkten Demokratie, mit der wir in Bayern durchaus ja gute Erfahrungen im Sinne von Volksbegehren und Volksentscheiden machen? Und auch aktuell in diesen Tagen, welche Auswirkungen haben die vorgesehenen Konfliktlösungsmechanismen der aktuell verhandelten Freihandelsabkommen, TTIP, CETA, TISA, auf unsere Demokratie? Das sind zentrale Fragen, denen wir uns stellen müssen, zentrale Fragen und Herausforderungen, denen wir uns insgesamt stellen müssen. In dem Zusammenhang möchte ich schließen mit einem Zitat von Gerhard Eppler, einem Vordenker in der SPD, inzwischen in die Jahre gekommen, aber dennoch hat er nochmal ein, glaube ich, sehr prägnantes Zitat vor kurzem erst von sich gegeben. Und das lautet, hätte im Parlamentarischen Rat der Väter und Mütter des Grundgesetzes jemand einen Paragraphen verlangt, wonach jeder Unternehmer den Staat auf Schadensersatz verklagen kann, wenn er meint, durch ein neues Gesetz werde sein Gewinn geschmälert, er hätte nicht einmal Widerspruch, sondern nur Gelächter geerntet. Ob man das nun will. In diesem Sinne wünsche ich der Ausstellung viel Erfolg und viele interessierte Besucherinnen und Besucher. Vielen Dank.